Und damit recht herzlich willkommen zur nächsten Folge der gefährlichsten Airports der Welt. Heute mit Calvi. Wir stehen hier am Flughafen Hamburg und fliegen heute in diesem ITER Airways A320neo bis nach Calvi. Die Flugzeit beträgt heute ca. 2 Stunden und 5 Minuten. Die Crew wird jetzt geboardet. Ihr habt es gerade mitbekommen. Das Gepäck ist auch schon auf dem Weg. Und ich würde sagen, wir machen uns rein in den Flieger, lassen alles beladen und fliegen dann runter in Richtung Italien. So, der Flieger wäre jetzt fertig. Wir haben alles eingetragen. Wir gehen auf Flight Level 390. Ich mache noch ganz schnell so ein bisschen Beleuchtung an. Und dann können wir sofort mit dem Pushback starten. Wenn dann Turbulence genau passt, machen wir alles hoch. Hier stellen wir auf All und TARA. Und dann können wir jetzt GSX prepare for pushback and departure den Push requesten. Das Gate fährt weg, sehr schön. Wir können schon mal die Chocks und Cones wegräumen. Jo, Parking Brake ist set. Wir lassen erstmal den Pusher ran und dann können wir das gleich wegräumen. So, der Pusher rollt ran. Wir machen Nose Right Tail Left. Locking Gear checked. Beacon machen wir an. Flight attendants, arm doors and cross check. Jo, arm doors and cross check. Die APU ist running. So, cones und alles ist weggeräumt. Und dann starten wir gleich. Engine number. So, starting engine number 2. Ja, hat er jetzt. Okay, die Aktion scheint er nicht zu nehmen über die Hardware. Dann machen wir das so. Engine number 2 spooling up. So, Triebwerk fährt hoch. Das gleiche können wir auch gleich mit dem Engine Number 1 machen.
So, die gute Pushback-Dame, die begleitet uns auf dem Weg zurück hier raus aus Hamburg und genau. Und starting engine number one. Alles klar, wenn der meint, dass er uns so pushen muss, dann setz mal halt Parking Brake. Wenn du meinst, dass das so die perfekte Nose-Right-Tail-Left-Position ist, dann machen wir das halt. Unlocking Gear. Er setzt uns runter. Autobrakes können schon mal auf Maximum. Autobrake Max. Die Flaps auf 1 plus F. So, die Flaps sind ausgefahren. Engine Number 1 ist available. Gleich ist es fertig und dann. So, Engine Number 1 ist available. Wir können die Ignition zurückstellen. Left is clear, right is clear. Vielen Dank. Das G6-Fenster machen wir zu. Echtwetter habe ich hoffentlich aktiviert. Jo, habe ich. Perfekt. Sehr schön. Jetzt warten wir noch ganz schnell auf das Handzeichen der guten Dame. Da ist das Handzeichen. Sie hält uns den Pin hoch. Wir lösen die Parking Brake. Taxi Lights an. Die APU können wir... falscher Button. Da. Die APU kann aus. Wir geben ein kleines bisschen Gas. Und rollen jetzt einfach hier über den gelben, über die Yellow Line zur Bahn. CSTR mach mal an. QNH ist 1013 hier in Hamburg. Left is clear, right is clear. Ja, dankeschön. So. Die Runway 33 verläuft direkt hier vor uns. Da lohnt sich jetzt auch kein Zeitraffer, das geht ganz flott hier, bis wir hierhin getaxiert sind. So, hier Runway 33. Wir rollen direkt hier über Bravo 4 auf, das reicht für uns. An Bahnlänge. Mach mal die Landing Lights an, das Nose Light auf Takeoff. Die Strobe Lights schalten wir an. Und damit können wir jetzt uns auf den Weg machen. So, hier war eine ganz kleine Welle im Boden drin. So, Cabin checked. Spoilers armed. Takeoff config completed. Wir sind ready for takeoff. So, einmal reinbremsen. So, Engines, 50%, Manflex, SAS Runway, Auto First Blue, ja, ganz schön gegenhalten hier, 120, 140, V1, rotate. Gear coming up. Natürlich hat er das schon hochgestellt gehabt. Super. Gear up. Und damit raus aus Hamburg. Autopilot 1.
Crosscheck. Der ist aktiviert. Thrust auf Climb. Und dann fliegt man jetzt in 2 Stunden. Oh, noch schnell den Chronographen starten. So, in 2 Stunden jetzt runter bis nach Calvi. Da würde ich sagen, genießt den Flug. Und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt noch knapp 10 Meilen für unseren oder bis zum Top of Descent. Diesen leiten wir jetzt ein, indem wir auf 3000 Fuß descenden. Und ihr werdet das nachher sehen. Calvi hat einen sehr besonderen Anflug, denn wir fliegen mit Hilfe des Localizers der Runway 18 an. Mit diesem Localizer werden wir die Bahn anpeilen. Und dann in Richtung der Bahn fliegen. Und wenn wir dann unseren Glide-Slope für diese Bahn, obwohl wir nicht auf dieser landen, einfangen, sobald wir den einfangen, übernehmen wir manuell und fliegen rechts an der Bahn vorbei. Und in diesem Abschnitt, während wir rechts dran vorbeifliegen, müssen wir den Flieger komplett für die Landung vorbereiten. Also wirklich komplett vorbereiten. Das heißt, klappen, bis in die Full Position setzen, das Gear herunterfahren. Genau. Ne? Sowas halt. Wir werden jetzt, wir haben 3,5 Tonnen noch an Bord, das passt eigentlich ganz gut. Wir kommen an mit 3,2 Tonnen, also alles optimal. Wir sind aktuell noch ein ganz kleines bisschen unter unserer eigentlich geplanten Höhe. Deswegen werde ich mal ganz kurz auf die V-Speeds umschalten, bis wir hier wieder in unserem Bereich des grünen Punktes sind. Dass der jetzt hier gleich schon mal ein bisschen eingeflogen kommt. Wir sind bis jetzt 1600 Fuß darunter. Das ist nicht ganz so toll. Genau, ihr seht, wir fliegen dann direkt, na komm, komm her. Wir fliegen dann direkt auf die 18 und werden dann rechts vorbei und unseren Turn einleiten. Und ich werde jetzt schon mal ganz kurz hier, wir halten mal ganz kurz die Höhe. Aktuell. Dass wir so ein bisschen auf unserer Bahn kommen. Und dann werden wir schon mal die Approach Phase eintragen. Landing Approach Phase. So, fill in from online flight plan. Fill in from Meta. So, 220 Grad, okay. 17 Knoten. That is okay. Wir haben eine Runway Elevation von, bitte sag mal nicht, der packt das hier hin, perfekt. Navigraph Charts von 65. So. Einwandfrei.
3 und wir haben Runway Heading 360. So, die Bahn ist aktuell trocken. Runway Slope mache ich mal 0. Wir haben eine Bahnlänge zur Verfügung von 2310 Metern. Unser Approach Speed, na komm her, wird dann sein 130. Oh, jetzt mal bist du mal viel zu tief. Jetzt mal viel zu hoch, meine ich. Mal ganz schnell in den Descent übergehen. So. So, die Bahn ist jetzt direkt voraus. Wir hätten jetzt rein theoretisch den Localizer auf die Runway 18. Da wir aber nicht auf der 18 landen wollen, sondern auf der Runway 36, müssen wir einmal hier hinten rum. Und das machen wir ab diesem Punkt manuell. Das heißt, wir schalten den Autopilot off. Gehen jetzt langsam in den Descent und bereiten den Flieger jetzt auf die Landung vor. Wir haben aktuell Flaps 3. Und haben auch fast die Geschwindigkeit, um Flaps, oder haben schon längst die Geschwindigkeit, um Flaps Full zu aktivieren. Ist aktuell jetzt noch nicht vonnöten. Wir müssen ja noch hier über die Bucht drüber, aber sobald wir hier bei der Bucht sind, sollten wir dann wirklich auf... Machen wir ganz kurz ein bisschen höher, dass der hier nie voll hupt. So. Sollten wir wirklich dann auf Approach Speed abgebremst haben und auch voll konfiguriert sein für eine Landung. Und jetzt merkt euch Folgendes. Ihr müsst das jetzt nach Sicht fliegen. So gut es geht. Denn ihr habt hier diesen weißen Fleck in Calvi. Das ist ein Bergwerk. Ihr fliegt quasi den Hang entlang. Ihr folgt dem Hang. Und sobald ihr über dem Bergwerk seid, leitet ihr euren Turn nach links ein. Ne? Ihr leitet euren Turn nach links ein und geht dabei aber in den Descent. Ihr dürft nicht zu schnell sein und auch nicht zu langsam, da ihr die Kurve kriegen müsst. Wenn ihr seht nicht, wo ihr hinfliegt, wenn ihr kein Headtracker oder VR nutzt für diesen Anflug. Denn wir werden einen so steilen Turn fliegen, dass das echt schwierig wird. So, wir fahren das Gear down, die Flaps full. Please prepare for landing. Sehr schön. Ich habe aktuell Autobrakes Medium. Medium würde gerade so reichen. Wir werden aber trotzdem Brakes voll nutzen. Wir werden volles Rohr reinbremsen, dass wir dann auf der Bahn zum Stehen kommen. Der Flughafen ist jetzt hier unten. Ihr seht's. Da ist die Bahn. Und vor uns direkt liegt, na gut, das ist, ne, hier ist die Bahn. Und direkt vor uns liegt jetzt das Bergwerk. Wir fliegen direkt auf das Bergwerk zu. Ihr müsst in Calvi ganz extrem mit Seitenwinden rechnen. Durch die abfallenden Berge wird es teilweise wirklich sehr, sehr windig. Ich mache noch schnell den Cabin Check. Cabin checked. So. Wie Approach Speed von 139 Knoten haben wir drinne. Die Bahn ist hier links. Ich fliege weiter auf das Bergwerk zu. Wir können noch ein kleines bisschen nach rechts ausholen. So. Fuß haben wir jetzt. 1000. So. Aber jetzt muss der Flieger ganz schön zu kämpfen aufgrund des Windes. Ne? Also ihr merkt es wirklich, sobald dann von den Bergen der Wind kommt, der bläst ordentlich rein. Und ja, ihr werdet mir wahrscheinlich in den Kommentaren sofort erzählen, ey, du landest doch mit Rückenwind. Ja, wir werden Rückenwind haben. Aber anders kann ich euch den Flughafen ja nicht zeigen. Ne? So, und den Wind so perfekt einzustellen, dass das passt, ist eben auch im MSFS teilweise recht schwierig. Weshalb wir das jetzt so machen. Genau, das ist das Bergwerk. Und jetzt sind wir über dem Bergwerk. Und jetzt leiten wir unseren Turn ein. Wir sind voll konfiguriert, das Gear ist down, die Flaps sind voll. Aber wir dürfen nicht zu stark sinken. 500.
Sonst schlagen wir gleich auf dem Boden auf. Und das ist nicht gut. Hier ist die Straße. Die Straße könnt ihr euch so ein bisschen... Na, wenn der Flieger jetzt so ein bisschen Gas gibt, wird das natürlich mit Flaps voll auf oder schwierig. Könnt ihr euch so ein ganz kleines bisschen als Anhaltspunkt geben, weil die verläuft gerade auf die Bahn. So. 500. Ich habe die Kurve nicht komplett ausgeflogen. 400. Jetzt hat der Flieger ordentlich Gas gegeben. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. 100. Pull up. Pull up. Und wir starten durch. Weil der Flieger jetzt ziemlich viel Gas gegeben hat, müssen wir den Anflug nochmal probieren. Der hat mehr beschleunigt, als ich eigentlich wollte. Aber ihr habt es sofort gesehen, die Bahn geht am Ende, die geht erst bergauf und dann geht die bergab. Ne? So, ja, Autopilot off, hab ich schon gemerkt, alles gut. Wichtig ist es wirklich, das war jetzt auch gerade mein Fehler, den ihr nicht machen dürft. Deswegen finde ich das auch mal ganz gut, euch vielleicht Fehler zu zeigen, die ich mache, dass das nicht immer gleich beim ersten Mal funktioniert, damit ihr die Fehler nicht macht. Damit ihr seht, was kann passieren, wenn ich diesen Fehler mache. Dass ihr die Kurve zu steil nehmt. Ihr müsst die Kurve weiter ausfliegen. Das heißt wirklich auch schön am Hang entlang. Und dann könnt ihr euch so ein ganz kleines bisschen an dieser Straße orientieren, die ich euch gerade gezeigt habe. Denn diese Straße verläuft direkt gerade in Richtung der Landebahn. Die könnt ihr euch quasi so ein ganz kleines bisschen als Anflugsverlängerung denken. Genau. So, wir machen jetzt einen Turn nach rechts. Und jetzt drehen wir nochmal nach links ein. Nicht mehr so viel steigen, 4000 Fuß ist okay. So, und dann probieren wir den ganzen Anflug schon erneut. Also wie gesagt, das Bergwerk auf 3000 Fuß anfliegen, beziehungsweise schon den Strand auf 3000 anfliegen, der hier vorne gleich kommt. Und dann ab dem Bergwerk einen Left Turn einleiten. Schön am Gelände entlang. Wir probieren es nochmal. Und Bergwerk ist voraus, ist in Sicht. Da ist der Airport. Und dann schön am Gelände entlang hinten. Und rauf auf die Bahn. So, that gear coming down. Wir lassen den Auto First dieses Mal raus, da der sonst wirklich vollen Schub reinklatscht, wenn der merkt, dass wir etwas langsam werden. Und den dann wieder zurück zu regulieren, ist vor allem in dieser Kurve echt schwierig, wie wir gerade gemerkt haben. Wir fliegen erneut an. Über den Berg. Und machen dann gleich unseren Left Turn. Aha. Approach Speed waren 139 Knoten, deswegen gehe ich jetzt schon mal wieder auf Idle. Da wir die Bahn nicht berührt haben, sind unsere Autobrakes auch noch drin, das ist super. Spoilers werden wieder gearmt. Wir fliegen erneut das Bergwerk an. Nicht zu stark descenden. Cabin check, Flaps full. Ja, ja. Alles gut. Können wir wieder irgendwie... So. Einmal die Meldung hier rausmachen, das geht mir ziemlich auf die Nerven. So, wir sind über dem Bergwerk, wir leiten unseren Left Turn ein, achten auf die Geschwindigkeit. Die müssen wir jetzt manuell regeln.
Und jetzt fliegen wir ein kleines bisschen weiter die Kurve aus. 1000. Dass wir da jetzt nicht gleich Probleme bekommen. Auch wieder schön auf den Descent achten. Ihr habt, das seht ihr auch auf Satellitenfotos, um euch so ein ganz kleines bisschen zu orientieren, vor der Bahn Felder, die quer geteilt sind. Das sind 4 oder 5 Felder, die werdet ihr auch gleich sehen und daran könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. So, hier ist die Straße und das sind die Felder, die ich meine. Seht ihr die hier unten? 1, 2, 3, 4, 5, genau, wo das Auto gerade fährt. Und jetzt sieht das doch alles schon mal sehr viel schöner aus als gerade eben. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen an Höhe verlieren. 300. Das ist schon auf Idle. Wir gehen in den Left Turn. So, kommt runter, lande. Perfekt, das sind wir. Reverse Green, Brakes Full, Spoilers Deployed und da sind wir gelandet. Herzlich willkommen in Calvi, Freunde. So, wir müssen hier noch weiter bremsen. Das waren jetzt minus 298 Fuß, geht also völlig klar für die Bahn. Und genau, hier jetzt echt aufpassen, wirklich schön runterbremsen, das hier unten, es geht bergab. Und wenn ihr zu früh von der Bremse geht oder irgendwas macht, dann kann es durchaus passieren, dass ihr unten eben über den Spot hier unten drüber rollt und dann ins Nirgendwo fliegt. So, Brake Fan mach mal an, weil unsere Bremsen hot sind. Gut, ist auch irgendwie verständlich, ne? So, nochmal Brakes Full. Die Flaps retracten wir. Ja, ein bisschen sehr stark gebremst. Und dann jetzt hier schön den Turn nehmen, die Kurve. So. Jetzt können wir ein bisschen Schwung holen. So, der dachte gerade, wir wollen Takeoff machen, wollen wir aber gar nicht. Damit wir hier einmal bergauf kommen und schnellstmöglich von der Bahn runterkommen. So. Trotz des Windes doch eigentlich eine ganz, ganz vernünftige Anflug, ganz vernünftige Landung. So. Und dann rollen wir gleich, schön, dass das mal ganz kurz leckt, rollen wir über Taxiway Bravo dann von der Bahn. Warum der mal jetzt so kleine Hänger hat, ich kann es euch nicht sagen, aber ist jetzt schon wieder vorbei. Gut. Wahrscheinlich, weil der gerade den AirPod geladen hat. Was weiß ich. So. GSX. Parking. Machen wir hier Ramp 3. Kein Follow Me brauchen wir nicht. Machen wir hier mit, keine Ahnung, Surf Air. Ground Handling. Dann machen wir unsere Beleuchtung aus. Landing Lights off. Ups, wieder falscher Knopf. Schalten die APU ein. Nose Light of Taxi. Strobe Light off. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ach, ist perfekt hier. Direkt vorm Arrival. APU on. Die Lichter aus. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt vielleicht wieder ein Perfect Parking hinbekommen. Wäre natürlich sehr schön. Das wäre traumhaft. So, LS können wir wieder ausmachen. Das brauchen wir nicht mehr. Ah, na, noch ein bisschen können wir. Jo, das ist definitiv kein Perfect Parking. Das war viel zu weit. Wir warten jetzt noch ganz flott, bis die APU... Da ist sie.
Das heißt, Engines Shutdown, Engines Cutoff, Request Deboarding, he parked it a little bit too far, ja, ist okay. Request Deboarding. Das Beacon Light kann auch aus. Und da würde ich sagen, herzlich willkommen nochmal in Calbi. Ich hoffe, ich konnte euch ein ganz kleines bisschen bei diesem Airport helfen. Schreibt ganz gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ob ich sowas, wenn ich jetzt ein Go-Round mache, zum Beispiel, ob ich das rauscutten soll oder ob ihr das sehen wollt, dass ja, ihr vielleicht auch einfach aus meinen Fehlern lernt. Es kann natürlich immer was schief gehen. Wenn ihr die Kurve zu eng nehmt, dann seht ihr zum Beispiel, was draus wird. Ne? Ihr kommt nicht schnell genug runter und trefft die Bahn nicht. Deswegen die Kurve mal ein bisschen weiter von, ja, ein bisschen weiter abseits nehmen. Ganz genau. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet viel Spaß. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao.